herzlich willkommen zu Part 23 von Let's Play die Sims 3 Inselparadies. Wir sind hier zurück auf Isla Paradiso in unserem wunderschönen neuen Hausboot. Anscheinend hat es euch allen sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr gefreut über das ganze positive Feedback. Ja, ich bin auch sehr glücklich, das merke ich jetzt immer wieder. Und ja, wir haben jetzt gerade Mittwoch 6 Uhr in der Früh und Sammy nimmt gerade hier ein Bad mit einem wundervollen Ausblick. Ja, weil sie etwas bewässert werden musste. Valerie ist auch schon was, sie schaut hier schon Fernsehen, die hat, glaube ich, gerade schon die Wäsche gemacht. Ich meine, ich hätte Luna gerade auch schon gehört. Yep, Luna ist auch schon wach. Dean und Justin schlafen, glaube ich, noch. Justin hat ist erst relativ spät ins Bett gegangen, weil er irgendwie noch was gekocht hat. Yep, und das steht auch noch hier. Valerie, wie wär's, wenn du das doch mal wegräumst? Und im heutigen Part, werden wir versuchen, Justin zum Meerjungfraumann zu machen? Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber ich glaube, es heißt Meerjungfraumann. Und selbst wenn es nicht Meerjungfraumann heißt, dann nenne ich es einfach so, weil Meerjungfraumann und Blaubarschbube vereint. Okay, sorry. Es ist wieder etwas früh. Ich war bis gerade eben im Bett. Deshalb bin ich wieder ein bisschen wuschelig im Kopf. Und sie möchte direkt hier wieder rumflirten. Oh. Die Alarmanlage ist an der Tür. Das meinte derjenige oder diejenige, die mir das geschrieben hat. Ich dachte so, ja, okay, da ist eine Alarmanlage an der Haustür. Aber ich wusste nicht, dass sie auf der Haustür ist. Okay. Weiter geht's. Wir tun einfach so, als wenn das nicht passiert wäre. Valerie muss nämlich jetzt gleich zur Arbeit. Aber vielleicht schafft sie es noch, sich ganz schnell ein Brot reinzuzwängen. Aber wir haben jetzt auch gar nichts mehr im Kühlschrank. Ist das schade. Da muss gleich irgendwer kochen. Oh, Sammy kümmert sich hier schon um Luna. Dean ist jetzt aber auch wach. Ich habe Sammy und Dean gestern noch ein bisschen interagieren lassen, damit die ein bisschen wieder besser befreundet sind. Muss er heute arbeiten? Ja, in 9 Stunden aber erst. Das ist positiv. Vielleicht kann er dann was kochen. Er kann noch ein bisschen kochen, richtig? Ja, er kann ein bisschen kochen. Dann kocht er jetzt einfach mal was. Dann haben wir zumindest wieder was für die nächsten Tage. Machen wir wieder Pfannkuchen. Unsere Lieblingsspeise. Wir können auch mal wieder neue Rezepte kaufen. Luna hat in ein paar Tagen Geburtstag. Das Resort hat 2537 Simoleons eingebracht. Das ist cool. Oh mein Gott. Okay, wir können wahrscheinlich jetzt schon wieder hier upgraden. Oh, wir wollen ja noch die Whirlpools kaufen. Und ihr habt euch auch gewünscht, dass wir generell das ganze Resort mal ein bisschen umstylen, also ein bisschen organisierter machen. Das können wir auf jeden Fall machen. Das wird dann alles passieren. Sammy, warte mal. Justin hat ja noch gar keinen Job, ne? Aber er will auch noch was schlafen. Lass mir bis 8 Uhr schlafen. 8 Uhr ist cool. Sammy kann in der Zeit dann hier am Computer sein, was sie auch immer jetzt da macht. Spielen oder so. Dean, wenn du fertig, machst ja noch Frühstück. Valerie geht zur Arbeit. Ich muss das jetzt hier gerade erstmal alles organisieren. Das ist gar nicht so leicht. Hey, sie beamt sich wieder. Mann, Mann, Mann. Wir können unser Hausboot auch irgendwann nochmal bewegen. Können wir irgendwo anders hinjetten? Können wir eigentlich auch, ist hier irgendwo ein Hafen in der Nähe vom Resort? Ich möchte eigentlich mal ein bisschen näher. Ja! Wir können theoretisch mit unserem Boot hier anlegen. Hafen der Gefahr. Dann können wir müssen wir nur die Straße hoch und sind beim Resort. Ist eigentlich nicht schlecht, oder? Not bad. Ich meine, jetzt gerade sind wir da, ist jetzt auch nicht so weit entfernt, aber wäre schon nicht schlecht. Okay, dann können wir jetzt mal wieder hier zurück. Ich habe schon wieder gefühlt 5000 Mal okay gesagt. Oh, sie will sich um Luna kümmern, aber du brauchst sie nicht im Hochstuhl füttern. Du kannst sie einfach so die Flasche geben. Auf Boden füttern. Braucht sie sonst noch was? Ne, sonst geht es ihr gerade ganz gut. Das ist schön. Sie hat den ganzen Morgen mit ihrer imaginären Puppe gespielt. Ich weiß ja noch nicht, ob ich das will oder nicht. Aber das können wir ja immer noch entscheiden, wenn es dann etwas später ist. So gut. Sie ist jetzt auf der Arbeit und fühlt sich wohl. Sie kann mal ein bisschen Schreiben üben. Damit sie da ein bisschen weiter Fortschritt hat. Dean, bist du schon fertig mit deinem Futter? Nein, immer noch nicht. Sie geht wieder an den Kopf wieder. Okay. Mach hinne! Oh, das Essen ist fertig. Super. Dann kann Justin jetzt nämlich auch aufstehen. Dann kann Dean das Essen servieren. Aber ich glaube, Sammy will eh nichts davon. Egal. Die kann einfach mal so tun, als wenn es ihr auch schmeckt. Oh, ich dachte, ich habe sie schon essen lassen. Aber das ist irgendwie nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Okay, komm. Hoppi galoppi. Mr. Und Madame und Monsieur und Mrs.
Leute, vielleicht schaffen wir heute sogar noch die 13.000 Abonnenten. Wir sind nämlich jetzt gerade 12.950 oder sowas. Das wäre voll cool, wenn wir das heute noch schaffen würden. Go, go, go. Go, Timfinity. Go, Timfinity. Ja. Okay. Sorry. Gut, seid ihr jetzt alle bereit? Justin, Dean, du kannst das wegstellen und danach kannst du Wäsche machen, wenn du Lust hast. Auch wenn sich das gerade noch nicht so lohnt, aber hey, wenn du Bock hast. Oh, da ist sogar doch schon Wäsche im Trockner. In der Waschmaschine. Wir müssen Valerie... Ach. Ich komme mit dem Namen nicht da. Klar, wir müssen Luna auch noch, ich glaube, ein paar Sachen beibringen, oder? Nee, kann sie schon alles? Kann sie auch schon aufs Töpfchen? Nee, das noch nicht. Okay, dann müssen wir nur noch aufs Töpfchen gehen beibringen. Und dann ist sie hervorragend gewappnet für ihre Zukunft. Das ist doch schön. So, die zwei sind jetzt auch fertig. Das ist super. Sammy, dann geh du mal ganz schnell nochmal hier auf Toilette. Dean geht dann hoffentlich aus dem Bad raus. Dean, komm mal raus jetzt. Komm raus. Komm raus. Komm raus, komm raus zum Spielen. Dankeschön. Und ich komme immer noch nicht drauf klar, wie sexy Justin ist. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich finde ihn sexy. Ich finde ihn sexy. Aber irgendwie zu einem richtigen Schluss, was er jetzt für einen Beruf machen soll, sind wir immer noch nicht gekommen. Naja, egal. So, sind wir jetzt bereit? Ah, er macht jetzt erstmal... Ich bin ganz warm ums Herz. Ah, ich dachte, du machst jetzt hier Sport. Wie schade. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach so, mit seinem Beruf. Aber egal, wir jetten jetzt erstmal los zum Tauchspot. Und zwar bitten wir ihn jetzt erstmal um eine Verabredung, damit wir in einer Gruppe sind. Weil das dann ein bisschen einfacher alles ist. Na komm. Na komm, Boy. Oh nein, Sammy muss arbeiten. Ach, dafür habe ich jetzt keine Zeit, sorry. Was willst du? Was willst du? Wir machen jetzt hier... Jet Set Rucksack. Nee, weg. Ich weiß nicht, was da schon mit mir los ist hier. Los, komm. Okay, wir sind in einem, was willst du? In einer Gruppe. Das heißt, wir können jetzt hier irgendwo hin düsen, wo wir tauchen können. Ich finde keinen Tauchspot. Mann, wo sind die alle? Hä? Ah, hier. Welcher war das? Felsenriff. Oh Mann, ich weiß immer nicht, welches ist. Ist das hier das Verbackte oder nicht? Tauchgang machen mit. Oh, jetzt klappt das wieder nicht richtig. Oh doch. Ich glaube, es klappt. Wir müssen es einfach nur wollen, dann sollte es klappen. Nimm am Seminar teil, das am Veranstaltungsort Kino Himmelsblau stattfindet, bevor die Zeit abläuft. Ja, das können wir machen. Ist Justin mit im Boot? Sehr gut. Das ist schön, das freut mich. Ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Okay, sind wir da? Sehr gut! Justin! Was machst du? Komm zurück. Wohin? Justin! 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 Was machst du? Muss er erst... Vielleicht... Nein, wir waren doch schon mit ihm unter Wasser. Justin, wohin gehst du? Was tust du? Sammy ist unter Wasser. Okay, welches ist nochmal... Moment, ich google mal eben, welches die erste Tauchstation ist. Okay, eigentlich ist das der erste Tauchbezirk, den man bestreitet. Deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum Justin nicht mit will. Komm. Mit Date hierher schwimmen. Justin, kommst du mal? Komm her, Babe. Na komm. Ich passe auf dich auf. Ich bin eine gute Meerjungfrau. Oh, ich vergesse mal, dass er noch so langsam schwimmt. Los, los, los. Oh, die muss heute auch arbeiten. Oh nein, da müssen wir gleich einen Babysitter rufen. Egal. Es ist jetzt gerade wichtiger, dass er endlich zum Meerjungfrau-Mann wird. Los! Geh hinterher! Du bist so ein Sackgesicht! Warum schwimmt er jetzt nicht hinterher? Warum? Muss ich ihm jetzt erst das Tauchen beibringen? Oh Mann! Okay, dann schnorchel mal ein bisschen. Kannst du bitte schnorcheln? Schnorcheln. Dann muss er jetzt hier erstmal ein bisschen rumschnorcheln, bis er dann mit Sammy untertauchen kann. Ich weiß nicht mehr genau, welches Level das ist, aber ich hoffe,
Er wird es irgendwann hinbekommen. Okay, Sammy, komm, bist du noch unter Wasser? Ja, okay. Dann sammeln wir jetzt hier mal ein paar Sachen ein. Wenn wir was finden, dann hat sich das wenigstens gelohnt. Okay. Sammy, willst du mich eigentlich ärgern? Geh jetzt tauchen. Wenn ich jetzt schon mal da unten bin. Oh, ist auch eine Meerjungfrau, oder? Hi, Maya. Was geht bei dir? Was geht? Okay, warte, stopp, 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 stopp. Hi, Maya. So, können wir uns mit der unterhalten? Begrüßen. Hi, ich bin auch eine Meerjungfrau, ne? Was geht ab? In the club. Alles cool bei dir? Warum hat sie keine Flosse? Warum hat sie nicht so eine coole Flosse wie ich? Warum bist du so uncool? Ein Hai! Aber der tut uns ja eh nichts mehr, glaube ich. Hoffe ich. Naja. Was können wir jetzt noch mit ihr reden? Ah, das sind ja nur doofe Sachen. Okay. Dann möchte ich jetzt zurück zu den Sammelsachen. Also einmal möchte ich das aufheben. Und den Goldfisch möchte ich aufheben. Und den Segel möchte ich aufheben. Das können wir noch aufheben. Oh, das Felsenriff hier ist voll langweilig. Weil das Anfänger-Felsenriff ist. Aber egal. Wir machen das Beste draus. Wir suchen uns hier noch. Was ist das? Dustin kann inzwischen so gut unter Wasser sehen, dass er Folgendes finden und direkt in sein Inventar packen konnte. Smaragd. Oh. Das ist voll schön. Dustin, wie weit bist denn du? Ah, guck mal, ist er schon fast Level 1, oder? Oh nein, doch nicht. Manu. Egal. Macht nichts. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm, Justin. Es ist nicht deine Schuld. Kann nicht das Gefühl, dass du irgendwie dumm bist oder so. Denn das ist auf gar keinen Fall der Fall. Keine Sorge. Mann, ich wollte unbedingt in diesem Part Justin zum Meerjungfrau-Mann machen und jetzt geht das nicht. Ist es? Jelena. Jelena, oh ja, da. Aber Justin findet hier jede Menge Sachen. Oh, jetzt habe ich Sammys Arbeit weggedrückt. Upsi. Egal. Komm, mach hinne, Junge. Hat er auch irgendwie Hunger oder so? Oh ne, er stinkt nur ein bisschen. Aber das macht nichts. Das ist gar nicht weiter schlimm. Dann kannst du jetzt hier mal weiter tauchen und Sammy kann schon mal. Oh mein Gott. Oh, ich würde so weinen, wenn da so ein Hai rumschwimmen würde. Sammy kann schon mal nach Hause schwimmen. Ach, sie ist schon auf dem Weg. Dann ist ja gut. Dann sind wir ja auch in 3 Tagen dann zu Hause angekommen, ne? Wenn das so weitergeht. Sammy, lass den Scheiß. Wie wär's? Wir fahren. Oh. Strand beaufsichtigen. Kann ich ja doch so machen. Aber, das schaffen wir eh nicht mehr. Ich meine, sie arbeitet nur bis 18 Uhr. Pff, dann brauchen wir uns hier auch nicht gar nicht weiter anstrengen. Dann schippern wir jetzt mal mit dem Boot hier hin. Irgendwo. So. Hier hin so. Dahin. Aber wir können auch noch Windsurfen gehen. Komm, geh Windsurfen. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht, beziehungsweise das hat ja sonst immer Dean gemacht. Da brauchen wir jetzt zwar auch 3 Jahre für. Ich dachte, du surfst jetzt da hin mit deinem Surfboard. 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 Du sollst. Oh, hallo. Ist das unsere BFF? Zeig mir, wer du bist. Eis Lara, ja. Eis Lara. Dann schippern wir jetzt bitte hier hin, wenn du nicht in der Lage bist, normal schnell zu schwimmen. Justin ist immer noch am Tauchen. Die Frage ist, wer passt eigentlich gerade auf Luna auf? Oh, Valerie ist ja schon zu Hause. Stimmt. Stimmt ja. Das ist ja die Wa Wann dann hat Luna Geburtstag? Oh, in 2 Tagen schon. Das ist cool. Dann wird sie schon zum Kind. Oh mein Gott. Wie aufregend! Du kannst auch mal weiter hier an deinem Buch schreiben oder was du nochmal geschrieben hast. Hast du ein Buch geschrieben? Ach, hat sie das beendet schon? Hui. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Dann beginn jetzt mal eine. Ein Roman. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon, ne? Egal. 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 Das geheime Leben eines degenerierten Wegs. Vielleicht nicht eines degenerierten Wegs, sondern einer Meerjungfrau. Sie hat nämlich Sammy ausspioniert und schreibt jetzt ein Buch über sie. Okay? Nur damit ihr alle Bescheid wisst. Ah, Sammy ist schon zu Hause. Sollen wir das Boot bewegen zum Resort? Komm mal her, Sammy.
Nein. Da. Hafenwechsel. Komm, Sammy, komm. Ja, komm. Hier, komm. Juffi. Was? Wo ist sie? Ach, da. Los, geh ans Steuer. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, welches Level er ist jetzt. Fähigkeit tauchen lernen. Ja, wir sind doch auf dem Weg. Hey! Justin schnorchelte gerade so vor sich hin, als sein Blick plötzlich auf Folgendes fiel. Jakobsmuschel. Ui! Ui! Justin ist bereit in seinen Armen. Justin kann seine Fähigkeiten auf diesen Fall schnorcheln und tauchen gehen. Wuhu! Können wir jetzt schon am Felsenriff tauchen dann? Da gucken wir jetzt gleich. Das werden wir direkt checken. Aber erstmal versetzen wir jetzt... Warum kann ich nicht dahin? Warum? Sag es mir. Sag es mir. Warum nicht? Warum kann ich nicht dahin jetten? Ja, hier will ich jetzt auch nicht hin. Ne, da habe ich gar keinen Bock. Warte. Oh, immer noch nicht. Dieser Bereich ist viel zu gefährlich. Bla, bla, bla. Kommt er gerade nach Hause geschwommen oder... Oh nee, das ist nicht sein Boot. Er ist immer noch am Schnorcheln. Ja gut, solange du noch Lust hast, mach, was du für richtig hältst. Ne? Da stehe ich dir auf gar keinen Fall im Wege. Dann, wenn wir jetzt gerade nicht hier rüber jetten können, dann werden wir jetzt erstmal hier nochmal gucken, was wir so am Hausboot... Ui, was geht denn hier? Ah! Huu! Hui! Dean wurde befördert und ich habe es aus Versehen weggeklickt. Aber hey, er wurde befördert. Das ist super cool. Was wir jetzt hier am Hausboot noch machen können. Ach, am Hausboot, sag ich schon. Am Resort. Also, ein paar Leute hatten sich beschwert, dass hier die Kante so hart ist. Theoretisch können wir das ja genauso machen wie hier drüben, dass wir da einfach so eine Felsenlandschaft vormachen. Dann sieht man das nämlich nicht so doll. Gib mir den Stein. Weil, das ist immer eher schwierig, da das so abzusenken, weil dann senkt sich der ganze, wie heißt es? Ne? Genau. Der ganze Zaun mit ab. Move Objects on. Und dann können wir nämlich jetzt hier so ganz viele Steine machen. Und das ist auch noch gut fürs Resort. Und dann nehmen wir natürlich auch andere Steine, damit das nicht so mega langweilig aussieht. Drehen wir das Ganze so ein bisschen. Dann nehmen wir noch so einen bräunlichen Stein. So ein. Guck mal, dann sieht das Ganze doch gleich viel besser aus, oder nicht? Wie findet ihr es? Findet ihr es hässlich? Ja? Okay. Naja, aber ich finde das cool so. Das sieht doch dann aus wie so ein... Wie so ein, ja, wie so am Meer. Da sind doch auch manchmal dann so Riffe. Nein, nicht Riffe. Ich weiß nicht, was ich suche. So... Klippen. Klippen, das Wort habe ich gesucht. Hier können wir dann noch so diese flachen Steine hinmachen. Dann nehmen wir nochmal von den großen welche. Oh, danke. So... Guck mal, das wird doch. Das sieht ja alles super aus. Oder? Findet ihr das jetzt blöd? Ich finde, das sieht cool aus, oder? Ja, ja, ja. Lassen wir das so. Dann machen wir hier drüben auch noch mehr hin. Weil mir gefällt das so echt gut. Und wenn wir das so aussehen lassen, als wenn das wirklich so ein Felsenriff wäre. Hey, was ist denn das für ein Stein? Oh, das ist so ein besonderer Felsenstapel. Okay. Den können wir dann aber auch hier öfters hinstellen. Aber wir brauchen mehr Steine. Mehr Variation, bitte. So. Dann haben wir da jetzt auch so eine Felswand. Ist nicht perfekt, aber auf jeden Fall schon besser als der harte Abgrund, oder? Was sagt ihr? Wir können hier hinten noch einen von den längeren Steinen vielleicht hinmachen. So. Oh. Okay, das sieht ein bisschen deppert aus. Dann machen wir da vielleicht noch so einen hin. Und irgendwie so einen. Cool. Ah, hier muss auch noch sowas hin. Sowas. Ja, ja. So ist gut. Sehr schön. Dann hattet ihr geschrieben, dass ich auf jeden Fall hier das Haupthaus verbessern soll. Und dass ich das auch verbinden soll. Ich bin am Überlegen, ob ich einfach das Ganze... hier abreißen soll und einmal ganz neu machen soll, weil mich nervt das halt immer, dass das hier auf einer Plattform ist und das nicht. Das stört mich super arg. Na.
Ah, nein, nein. Geh zurück, geh zurück. Oder wollen wir erstmal die Häuser upgraden? Ich weiß nicht, was wir jetzt zuerst machen sollen. Und ich glaube, ich werde den Boden hier auch noch verändern, weil der sieht irgendwie so abgeranzt aus. Was wäre denn, wenn wir da so Steinboden machen? Ich weiß noch nicht, wie das aussieht. Wir testen erstmal. Nee, oder? Sowas? Oder eher was Dunkleres? Nein, das ist alles nicht das Richtige. Sowas? Das finde ich eigentlich ganz cool. Oder noch dunkler? Nee, das ist zu viel. So? Das mag ich auch. Das mag ich auch. Oder also was Bläuliches? Nee, das ist zu heavy. Sowas? Ich glaube, welches war denn jetzt das, was mir so gut gefiel? ich glaube, ich lasse... Oh mein Gott, wieso ist das so teuer? Okay, dann unterlassen wir das hier jetzt erstmal. Können wir uns noch einen Whirlpool kaufen jetzt gerade? Warte mal. Der reicht ja schon. Hallo, gib mir so einen. Gib mir ihn. Dankeschön. Wenn wir jetzt hier so einen hinbauen? Ich weiß schon wieder nicht, wie der hingebaut werden muss, dass man nicht genug Geld. Okay, dann können wir uns anscheinend keinen Whirlpool leisten. Aber ich möchte hier auf jeden Fall noch mehr verändern. Aber ich glaube, dazu brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr Geld. Und wenn wir das hier alles abreißen wollen, müssen wir die Leute auch aus dem Haus verscheuchen. Ich weiß nicht. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wie ihr das fändet, wenn ich das komplette Haus hier abreißen würde und dann... Ups. Und dann hieraus eins machen würde. Also, dass das dann auch auf einer Plattform ist und dass das dann so miteinander verbunden ist. Vielleicht haben wir dann nämlich auch ein bisschen mehr Platz, dass wir... Dass wir vielleicht die ganzen Häuser alle auf eine Seite machen. Ich weiß, wir haben jetzt gerade das hier erst errichtet, aber wäre ja auch nicht schlecht, wenn wir das alles eher so ein bisschen hier rüberziehen würden. Und dass dann hier hinten so die, die Häuschen sind, dass die Häuser dann so in der Mitte hier stehen könnten. Dass das dann so ein abgetrennter Bereich ist, wo dann die ganzen Häuser sind und der Pool und, ich bin gerade am überlegen, ob wir wenigstens das hier mal fixen können, weil das sieht irgendwie bescheuert aus. Also die Form vom Pool gefällt mir irgendwie gar nicht. Wir stellen den mal kurz dahin. Und dann müssen wir ganz kurz hier die Ecke löschen. Sonst können wir da nämlich nichts dran machen. Ich weiß gar nicht, welche Größe das ist. Ist das einfach nur 2x2 gewesen? Oder größer? Ne, ich glaube noch ein größer, oder? Ich guck mal. Ja, ich glaube, das war's. Und dann können wir nämlich jetzt hier... Ich hoffe, wir haben dafür genug Geld. Können wir den Pool hier ein bisschen ausweiten und ein bisschen so ebenmäßiger machen. Oh, und ich muss hier die Liegen noch verstellen. Das habe ich nämlich beim letzten Mal vergessen. Und dann können wir nämlich hier auch... bald so ein Wasserfall installieren und so. Aber erstmal stellen wir jetzt die Liegen hin. Ihr hattet euch auch gewünscht, dass wir mehr Liegen hier hinbauen. Das können wir auch auf jeden Fall machen. Ich mache mal dieses Laufding so hier hinten hin. Dann hat man hier hinten mehr Platz so zum Liegen. Vielleicht machen wir einfach noch eine dritte Liege dazu. Ich meine, wir haben für Liegen auf jeden Fall noch Geld. Ah, komm, auch immer viel liegen einfach dahin. Das ist alles ein bisschen eng hier, aber das kriegen wir schon noch hin. Und wie gesagt, wir können, wenn ihr wollt, auch irgendwann noch ein anderes Resort eröffnen. Aber dazu brauchen wir erstmal noch mehr Geld. Aber das gefällt mir bis jetzt schon ganz gut. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit den Stegen hier. Da muss ich dann auch nochmal gucken, ob ich da was verändere. Aber schreibt mir jetzt erstmal in die Kommentare, wie ihr das findet, wenn wir das hier verändern würden, dass wir die Häuser alle so in die Mitte machen. Okay, jetzt habe ich genug gelabert. Ich wette, dieser Part geht schon wieder 395 Minuten. Das tut mir leid. Aber egal, ihr mögt das ja immer. Ihr findet das ja immer cool, wenn die Parts so lange gehen. Okay, wenn es jetzt auch weitergehen würde, das wäre wirklich wundervoll. Also, so, wirklich wundervoll. Hallo? Erde ans Spiel? Hallo? Maybe, baby? Okay. Super. Wir sind wieder am Start. Sammy ist zu Hause und will sich was zu essen machen. Sammy, hast du vergessen, dass du eine Meerjungfrau bist? Du kannst einfach in dein Inventar gehen, nimmst dir eine Sardelle und stopfst sie dir in den Mund. Das ist ganz einfach bei dir. Das ist wirklich ganz easy peasy. Es will jetzt irgendwer... Wo ist Luna? Oh, immer noch mit ihrem imaginären Freund am Spielen. Ich
kann das ja nicht gutheißen, ne? Aber Sammy, du kannst deiner Nichte hier mal kurz, nimm die mal hoch. Wo ist? Hochnehmen. Da. Du kannst sie mal eben hochnehmen und dann kannst du ihr beibringen, aufs Zöpfchen zu gehen. Dann haben wir nämlich, wie gesagt, da beste Voraussetzungen für die Zukunft. Und Justin ist immer noch am Lernen. Wie weit bist du da gerade? Oh. Wow, das ist auf jeden Fall ganz schön krass. Das geheime Leben einer Meerjungfrau macht große Fortschritte. Valerie hat gerade die letzten Kapitel eingereicht und damit 8 Simoleons verdient. Wow, anscheinend ist es der wahre Renner. Ist ja auch super gut recherchiert. Aus erster Hand, er möchte im Ozean schnorcheln gehen. Du bist im Ozean am Schnorcheln. Vielleicht schaust du dich mal um, vielleicht schaust du dir mal die Haie an. Das ist definitiv kein Pool, wo du dich drin befindest. So, sie pieselt jetzt mal da schnell rein. Wie lange muss die denn arbeiten? Oh! Oh, ist schon zu Hause. Ach ja. Er wurde ja schon befördert. Warte mal. Ach, er räumt auf. Okay. Will dann vielleicht jemand Abendessen machen? Dean, du kannst doch super kochen. Wie wär's mit klebriger Carbonara? Oh, ich weiß schon wieder nicht. Immer wenn ich bei Sims koche, weiß ich immer nicht, was ich im Real Life heute kochen soll. Das ist wirklich sehr traurig. Wieso hast du das jetzt nicht weggeräumt? Willst du mich verarschen? Ah. Naja. Egal. Sammy, hast du jetzt einen Fisch gegessen? Dann ist Seetang. Los. Bist du davon satt? Ah. Schieb dir lieber noch einen Lachs hinterher. Guten Appetit. Und jetzt das Klo voll, Sammy. Nimm das mit, bitte. Und Luna kann dann hier rüber in ihr Spielzimmer gehen und mit Bauklötzen spielen. Und nicht immer mit deiner komischen Puppe. Ich möchte nicht, dass du mit ihr spielst. Ich verbiete es dir. Und schon wieder 18 Molons bekommen. Yeah, das ist auf jeden Fall super gut. Warum sagst du, dass du nicht durch kannst? Was laberst du? Und jetzt schmeißt es wieder auf den Boden, ne? Ja, super. Los, nimm's. Warum sagst du das? Warum? Haben wir hier drin keinen Mülleimer? Hey, ich könnte ja vielleicht einen installieren. Wie wär's? Den? Ich meine, ich hätte doch einen installiert, oder nicht? Na egal, jetzt haben wir einen. So, und jetzt räumst du es bitte weg, sonst köpfe ich dich. Okay? Nein, Spaß. Sowas mache ich doch nicht. Justin schnorchelte gerade so vor sich hin, als sein Blick... Kaurimuschel! Wie viel hat er jetzt schon hier im Inventar und wie viel ist das alles wert? Hier ist das, was Sammy ihm geschenkt hat. Oh, 14 Simoleons. Wuhu. Und die? Ah, 22. 27. Wow. Wow. Warum räumst du das jetzt weg? Du bist so eine hohle Fritte. Das gibt's gar nicht. Wo ist das da? Warum? Du sollst jetzt hier alle zum Essen rufen. Dankeschön. Es gibt Abessen. Justin, komm mal nach Hause geschnorchelt. Ist das ein Schatz? Justin wird sich immer daran erinnern, wie er beim Schnorcheln zum ersten Mal einen wertvollen Schatz gefunden hat. Was denn? Nautilus-Muschel, was ist das? Hey, zeig mir dein Inventar. 97 Simoleons, wuhu! Oh, ich höre Luna heulen. Was ist? Oh, sie hat auch Hunger. Ist ja krass. Wie wär's, wenn du mal kurz aufhörst zu... warum bist du im Tisch? Luna, komm aus dem Tisch raus! Luna, komm. Okay, sie geht erstmal zu essen. Dann hat Luna ja ein bisschen Zeit, aus dem Tisch rauszukommen. Na, Sammy, hat's geschmeckt, die Nudeln? Oh Gott, ich habe auch Hunger auf Nudeln. Aber ich habe keine Soße dafür. Na, mal gucken. Vielleicht finde ich gleich was. Oh ja, guck mal, jetzt kümmert sich Sammy um Luna. Das ist so süß. Aber die müssen sich auch ein bisschen besser anfreunden, damit die dann auch befreundet sind. Mit Valerie muss Sammy auch mal was unternehmen. Oh, sehe ich da ein bisschen rot? Ich weiß es gerade nicht. Und Justin, bist du schon zu Hause? Nein, er ist noch mit seinem Segelboot unterwegs. Mich interessiert es ja wirklich, wo unser Jetski abgeblieben ist. Ich meine, ich sehe mal öfters irgendwo in der Stadt Jetskis, aber ich kann die ja nicht einfach mitnehmen. Das ist ja das Problem. Dean, was machst du jetzt? Warum guckst du von da aus Fernsehen? Du kannst dich auch mit deinem Bay auf die Couch setzen. Valerie, setz dich mal mit deinem Bay hier auf die Couch. Komm, lass das Kind in Ruhe. Sammy kümmert sich schon. Sammy, kümmere dich um das Kind. Was braucht sie? Essen. Sammy, gib ihr die Flasche. Ach, Mann. Hm. Na,
nicht im Hochstuhl. Lass sie zweimal ihre Zweisamkeit genießen. Fütter sie einfach auf dem Boden. Und die zwei können einfach mal ein bisschen romantisch sein. Aufs Sofa knuddeln. Der Fernseher hätte auch an sein können, aber du kannst ihn auch ausschalten. Oh, Babies. Wie süß. Und dann könnt ihr auch ein bisschen küssen, wenn ihr wollt. Und Sammy ist schon schlafen gegangen. Sehr gut. Lässt das Kind einfach hier sitzen und chillen. Wie lange brauchst du? Wieso ist dein Boot so langsam? Wir brauchen definitiv schnellere Boats. Boats. Boote. Ich glaube, wir müssen gleich eure romantische Stimmung hier unterbrechen, weil euer Kind sitzt da und spielt wieder mit ihrer Scheißpuppe. Ich habe gesagt, nein! Ich habe gesagt, nein. Okay, sorry. Oh. Sorry. Du musst dein Kind ins Bett bringen. Du besitzt keine angemessenen Bücher. Du besitzt nur Pornohefte. Braucht er noch was? Braucht sie noch was? Zum Schlafen? Na, also guck mal, sie will nur schlafen. Ja, Valerie, wie wär's? Geh doch einfach schlafen, wenn du rumheulen willst. Aber geh erst noch pinkeln. Und ich beende den Part an dieser Stelle. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und schreibt mir unbedingt, was ihr von der Idee mit dem Resort haltet. Im nächsten Part werden wir dann hoffentlich mit Justin und Sammy tauchen gehen können. So, dass Justin dann zum Meerjungfrau-Mann wird. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen sowas sage ich nicht. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss!